Ich habe heute wieder meine Freunde von Anker zu Gast. Und zwar ist die Tanja hier, Konditorin bei Anker. Wie lange schon? Bei Anker bin ich jetzt 6 Jahre. Toll. Konditorin. Anker hat nämlich, es kann nicht nur eine Bäckerei, sondern hat auch eine eigene Konditorei dabei. Genau. Es gibt eine eigene Fertigung. Wo arbeitet ihr da? Wie stelle ich mir das vor? Wir sind in Wiener Neustadt. Okay. Genau. Und wir machen die ganzen Mehlspeisen für Anker. Die Bunschkrapfen. Bunschkrapfen, Sacherwürfel, Schnitten. Und jetzt oder nie? Kekse. Kinderkekse. Genau. Ganz wichtig. Ich backe immer mit den Kindern Kekse. Ich muss ehrlich sagen, es ist meistens die Idee etwas romantischer als dann die Realität, weil am Ende stehe ich alleine da mit einem irrsinnigen Chaos. Irgendwann verlieren sie die Lust. Also es ist nicht schlecht, einen Plan B zu haben. Ihr bietet verschiedene Kekspackungen an. Eine große, glaube ich, mit verschiedenen Sorten. Circa 10 Sorten, genau. Genau, und dann gibt es noch kleine Packungen mit den Klassikern, mit Vanillekipferln. Ja. Gemischt und Sorten rein. Super. Tanja, wir backen heute einen meiner Lieblinge. Was machen wir? Florentina machen wir heute. Herrlich. Ich liebe das. Es sind schon lauter kandierte Früchte. Büssel eine Butter. Wie machen wir das? Woraus bestehen die Florentina? Genau. Also jetzt müssen wir am Anfang einmal den Mürbeteig machen. Okay. Den müssen wir dann kühl stellen und dann richten wir die Masse her. Der Belag? Genau, also dann backen wir den Mürbeteig und dann müssen wir den Belag kochen und dann aufstreichen auf den Mürbeteig. Wenn man jeden Tag mit süßen Dingen zu tun hat, isst man selber gerne noch süße Speisen? Tatsächlich, ja. Tatsächlich, ja. Leider. Schauen wir jetzt an, ob sie dann probieren von ihren Florentinern. Ich würde sagen, legen wir los, oder? Ja, passt. Ja? Super. Tanja, die Schokolade ist geschmolzen, die Florentiner sind gebacken und überkühlt. Von der Temperatur her müssen sie ganz, ganz kalt sein oder unsere sind jetzt so zimmerwarm? Ja, genau. Also zum Schneiden ist es auf jeden Fall gut, wenn es noch ein bisschen warm sind und zum Dunken sollen es dann ausgekühlt gut, sein. Gut, dann gehen wir es an, weil es der letzte Schritt. Genau, dann jetzt wird geschnitten und gedunkt. Genau. Und von der Größe kann man sich so aussuchen, wie man es gern hätte. Ja. Für mich wäre das jetzt genau der Schritt, den ich auslassen würde, weil ich finde das immer so eine Patzerei und ich bin wahnsinnig gespannt, wie die Profi-Konditorin das jetzt tunkt, ohne dass es eine Schweinerei ist. Also vielleicht ist bei ihr auch eine Schweinerei, weil sie so komisch still jetzt. Darf ich schon kosten, oder? Gerne. Das habe ich zu Hause auch immer bekommen. Kuchenrandstücke. Schmeckt super. Knusprig und der Karamellgeschmack ist einfach super. Zucker mag das auch sehr gern, ja. Werden im Backofen einfach zu so einem herrlichen Karamell. Und viele Randstücke für mich. Eine Gabel. Genau. Stunde der Wahrheit. Alter schon. Ist sehr cool, die Tanja. Und dann kopfüber auskühlen. Ach so, nein, direkt so. Genau. Okay. Okay, das kriege ich auch hin. Theoretisch. Gut, und dann lassen wir das noch auskühlen. Und dann sind sie fertig. Ja, dann sind sie schon bereit zum Essen. Super, wir haben vorher einen gemacht. Der ist schon hier.
perfekt. Manche Rezepte für die Florentiner sind ja auch ohne Mürbeteig. Also wir haben es zu Hause einfach diese karamellige Mandelmasse aufs Blech gegeben und so gebacken. Genau. Ist das bei Ihnen ganz üblich mit Mürbeteig? Genau, bei uns beim Anker, wir machen es mit Mürbeteig, also das ist genau das Rezept. Entschuldigung. Kleine Schadenfreude. Bei unserem Teegebäck wird nur Butter verwendet, Mehl aus Österreich. Okay. Ja. Also urösterreichische Produkte für ein urösterreichisches Rezept. Tanja, danke für den Besuch. Ich glaube, das wird das Rezept werden für mich und meine Kinder heuer, weil die Batzerei hält sich bis auf das Finish in Grenzen. Das kann man theoretisch auch weglassen. Ich koste es jetzt, während Sie weitermachen. Dankeschön und ich hoffe, ihr fühlt euch ebenso inspiriert für eure Weihnachtsbäckerei wie ich.